Unerwünschte Telefonwerbung ist in Deutschland verboten. Trotzdem bekommen täglich viele Tausende unerlaubte Anrufe. Für uns geht es hier um einen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrug mit einer riesigen Schadenshöhe. Es ist eine Millionenabzocke durch unseriöse Callcenter. Die Anrufer tricksen, lügen und betrügen. Ihre Opfer meist ältere Menschen. Ja, habe ich das bezahlt und es ist nichts gekommen. Nie. Nein. Also so blöd wie ich war. Die Callcenter-Mafia sitzt hauptsächlich in der Türkei. Ein Insider packt aus. Hier läuft die größte Schweinerei, die es überhaupt gibt. Also Skrupellosigkeit. Hier denken sie nur noch an das Geld, ob dieser Mensch ruiniert wird oder ob dieser Mensch psychisch kaputt geht. Ja? Wir werden Zeugen der Betrugsmaschen, stellen fest, in der Türkei lebt eine ganze Branche von den betrügerischen Anrufen, verdient Millionen. Warum können die Abzocker so unbehelligt ihr Unwesen treiben? Ich bin mit einem Opfer der Callcenter-Betrüger verabredet, das jahrelang getäuscht wurde. Luise Reichelt ist 89. Sie lebt allein, freute sich über jeden Anruf, bis sie in die Fänge krimineller Abzocker geriet. Angefangen hat alles mit Anrufen für Zeitschriftenabos oder Gewinnspiele. Guck ich mir das mal an. Was waren die Versprechen, wenn es um diese Gewinnspielgeschichten ging? Ja, das wäre so mitunter wie Lotto spielen. Also ich sollte mir vorstellen, das sind so Spiele wie Lotto. Und dann zahlen Sie jeden Monat? Ja, habe ich das bezahlt und es ist nichts gekommen. Abbuchungen ohne jede Gegenleistung, zwischen 30 und 50 Euro monatlich, von verschiedenen dubiosen Firmen jahrelang. Der Schaden? Einige tausend Euro. Dann versprechen die Callcenter-Mitarbeiter der alten Dame einen Gewinn, 50.000 Euro. Allerdings müsse sie zunächst Notarkosten von 840 Euro bezahlen. Wenn ich das erste Geld schicken würde, dann bekäme ich den Gewinn ausbezahlt, nicht? Und bin wieder drauf reingefallen. Die Täter verlangen immer neue Vorleistungen, angebliche Gewinnsteuern, Transferkosten und andere Geldleistungen. Die Rentnerin zahlt mittels Bargeldüberweisung per Western Union insgesamt 9.000 Euro, bis ihre Ersparnisse fast aufgebraucht sind. Dann gibt sich einer der Kriminellen als Staatsanwalt aus. Sie habe an Betrüger Geld überwiesen und sich damit strafbar gemacht. Deshalb müsse sie weitere 1.500 Euro zahlen. Er droht ihr. Wenn ich nicht bezahlen würde, dann käme das hier alles in die Zeitung, was ich gemacht hätte und in welche Straftaten ich verwickelt wäre. Das würde hier dann in die Zeitung kommen, auch mit Lichtbild. Und dann haben Sie was gemacht? Ja, da habe ich wieder das Geld geschickt. Insgesamt hat die 89-Jährige rund 15.000 Euro verloren. Endlich fasst sie Mut, geht zur Polizei und erstattet Anzeige. In den Einzahlungsbelegen sehe ich, die Empfänger leben alle in der Türkei. Luise Reichelt aber ist sich ganz sicher, dass die Telefonbetrüger deutsche Rufnummern übertragen haben. Deutsche Betrüger mit Komplizen in der Türkei? Der Münchner IT-Experte Tobias Schrödel kennt solche Telefontricks. Heute könne man jede x-beliebige Nummer frei auswählen, wenn man über Computer telefoniert, dank Voice-over-IP. Wir müssen dazu bloß ins Internet gehen, logge mich dann ein bei einem Voice-over-IP-Provider, ich sage neue Rufnummer und ja, wir sind in München, ich würde mal sagen, wir nehmen eine Hamburger Vorwahl, die 040 und jetzt sagen Sie mal eine Telefonnummer. Ganz simpel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anruf auf meinem Mobiltelefon. Tatsächlich, ja. Die Nummer, die wir uns ausgedacht haben. 040-123-45678. Und vorweg ist noch die Deutschland-Vorwahl. Ja, so ist es. Aber der könnte jetzt auch in der Türkei sitzen, Sie. Genau, ich könnte sitzen, wo ich will, sogar in Südamerika, auf den Philippinen. Spielt überhaupt keine Rolle. Eine deutsche Telefonnummer? Offensichtlich keine Garantie dafür, dass der Gesprächspartner auch tatsächlich aus Deutschland anruft. Was steckt hinter der Türkei-Spur?
Ich suche nach Hinweisen auf kriminelle Callcenter am Bosporus, recherchiere in Internetforen und mache so auf uns aufmerksam. Daraufhin meldet sich nach einigen Tagen jemand, ein Insider. Der Mann spricht perfekt Deutsch, sagt, er lebe in Istanbul. Dort arbeite er als Callcenter-Telefonist und gibt zu, er betrüge Deutsche. Jetzt wolle er aussteigen und auspacken. Ist der Mann glaubwürdig? Zum Beweis soll er mich auf eine Telefonliste der Abzocker setzen, als potenzielles Opfer. Es soll um die 50.000 Euro Masche gehen, mit der auch Luise Reichelt betrogen wurde. Tatsächlich ruft am nächsten Tag ein angeblicher Rechtsanwalt an, ein Dr. Pichler. Sie haben 50.000 Euro gewonnen, bei einer gemeinnützigen Ziehung in der Kulturhauptstadt Istanbul. Der angebliche Veranstalter soll die Vereinigung deutscher Verleger sein. Das ist frei erfunden. Die Notarin kann die 50.000 Euro allerdings erst an Sie überweisen lassen, wenn Sie die Unkosten beglichen haben. Aber das sind ja nur 1.000 Euro. Wenn ich skeptisch wäre, solle ich mir seine Internetseite ansehen. Ich finde tatsächlich einen Hinweis auf Dr. Pichlers angebliche Tätigkeit als Gewinnbetreuer. Ein paar Tage später kommt der Brief des vermeintlichen Anwalts mit der Gewinnbestätigung und der Kontonummer der Notarin, abgestempelt in Deutschland. Ich finde heraus, Rechtsanwalt Dr. Pichler existiert tatsächlich. Hier am Niederrhein hat die Kanzlei Pichler ihren Sitz. Der Anwalt ist also echt. Und der Rest? Die Telefonbetrüger haben die Homepage gefälscht, das Briefpapier einfach kopiert und für ihre Zwecke verändert. Beinahe jeden Tag bekommt Rechtsanwalt Pichler Anrufe von Opfern. Ja, die möchten gerne ihren Gewinn ausgezahlt bekommen oder jedenfalls wissen, wie es jetzt wann weitergeht. Wenn ich ihnen dann sage, es tut mir leid, ich bin Strafverteidiger und kein Glücksbote. Sie sind offensichtlich einer betrügerischen Masche aufgesessen, aber von mir bekommen sie kein Geld. Dann sind die enttäuscht. Der Anwalt hat jetzt Strafanzeige gestellt gegen Unbekannt. In dem Brief des falschen Dr. Pichler heißt es, die Unkosten für unseren Gewinn sollen an eine Notarin namens Rita Körner gezahlt werden. 1.000 Euro auf ein Konto in Fürstenfeldbruck. Auch eine Rita Körner gibt es. Doch sie ist keine Notarin, sondern Rentnerin und ebenfalls ein Opfer der Telefonbetrüger. Insgesamt 3.700 Euro hat sie per Barüberweisung in die Türkei geschickt, um den angeblichen 50.000 Euro Gewinn zu bekommen. Dass ich so blöd war, darauf reinzufallen. Aber es war so das Bedürfnis, ich wünsche mir so lange einen Betrag, dass ich meinen Sohn auch unterstützen kann und meine Enkel. Die 3.700 Euro sind für die 80-Jährige ein schmerzlicher Verlust. Ja, wo ich immer so rumknapse. Ich habe mich nur retten können, indem ich Schmuck verkauft habe. Und hab's niemand erzählt. Weil ich so fest daran geglaubt habe, dass es wahr wäre. Nach der Überweisung meldet sich ein angeblicher Polizist. Der hat angerufen, hat gesagt, also wir sind sehr dankbar, wenn Sie uns helfen, die Betrüger zu erwischen. Ne? Dann sollten Sie was machen? Ja, und wir überweisen Ihnen jetzt Geld und bitte schicken Sie es weiter per Union-Check nach Istanbul. Die Polizei wolle so die Falle zuschnappen lassen und die Täter beim Abholen des Geldes festnehmen. Eine weitere miese Masche der Telefonbetrüger. Die Täter gaben neuen Opfern für deren Vorauszahlungen die Kontonummer der angeblichen Notarin Rita Körner. Das sollte seriöser wirken als die Western Union Bargeldüberweisungen in die Türkei. Ist Ihnen da klar geworden, jetzt wird mein Konto sozusagen auch noch benutzt von den Gangstern? Das ist mir nicht gleich klar geworden, weil ich immer noch geglaubt habe, es ist echt die Verfolgung. Im Glauben, der Kriminalpolizei zu helfen, leitet die Rentnerin 1.400 Euro anderer Opfer weiter. Als sie nichts mehr von dem vermeintlichen Ermittler hört, wird sie misstrauisch und geht zur Polizei, der echten. Sie erstattet Anzeige. In Deutschland ermitteln inzwischen zahlreiche Staatsanwaltschaften gegen die türkischen Betrüger. In Osnabrück haben die Behörden bundesweit die meisten Fälle auf dem Tisch.
Wir müssen davon ausgehen, dass wir es mit sehr aggressiven Tätern zu tun haben. Für uns geht es hier um einen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrug mit einer riesigen Schadenshöhe von sicherlich mehreren Millionen Euro und mehreren hundert Geschädigten, wahrscheinlich noch furchtbar viel mehr. Deutschlandweit ist deshalb von tausenden Geschädigten, meist alten Leuten, auszugehen. Die Schadenshöhe weit im zweistelligen Millionenbereich. Inwieweit erschwert Ihnen die Ermittlungsarbeit der Umstand, dass die Täter in der Türkei sitzen? Das bedeutet für uns natürlich, dass wir mit Rechtshilfe arbeiten müssen. Also wir können nicht direkt in der Türkei ermitteln. Wir sind letztlich noch am Anfang, müssen den Verein erstmal langsam aufdröseln. Da die Ermittlungsbehörden nicht weiterhelfen können, wende ich mich erneut an den türkischen Informanten. Der schlägt ein Treffen in Istanbul vor. Will dort mehr über die Maschen und Hintermänner verraten. Und er will uns in die kriminellen Callcenter einschleusen. Wir fliegen in die Türkei. Istanbul, mit 13 Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt. Das türkische Zentrum für Kultur, Handel, Finanzen und Dienstleistungen. Hier boomt das Callcenter-Geschäft. Immer mehr Menschen arbeiten in der Branche, die meisten davon seriös, einige aber auch nicht. Das Treffen mit dem Informanten ist in einem ruhigeren Viertel Istanbuls geplant. Noch ist unklar, ob der Mann überhaupt auftaucht. Hallo. Der Mann ist pünktlich. Er erzählt mir, dass er seit einem Jahr in Istanbul lebt, aus persönlichen Gründen. Aufgewachsen ist er in Deutschland. Er arbeitet für verschiedene Callcenter, die ausschließlich Deutsche betrügen. Und davon gäbe es hier viele. Ich würde sagen, ca. 50 bis 80 Callcenter. Die sind alle unseriös. Nur jeder hat eine andere Masche zu betrügen. Skrupel hätten die Täter keine. Die gehen über Leichen. Hier läuft die größte Schweinerei, die es überhaupt gibt. Hier denken sie nur noch an das Geld, ob dieser Mensch ruiniert wird oder ob dieser Mensch psychisch kaputt geht. Ja? Und irgendwo war bei mir die Grenze, wo ich da nicht mehr klarkam. Deshalb wolle er aussteigen und die Machenschaften aufdecken. Es gehe um hohe Millionenbeträge, wie etwa bei der Masche mit den Vorleistungen für die angeblichen 50.000 Euro Gewinne. Der Insider will mit einem Hintermann der Callcenter-Mafia für uns ein Treffen arrangieren, unter einem Vorwand. Er telefoniert. Und tatsächlich, das Treffen soll bereits am nächsten Tag stattfinden. Als Deutscher wäre ich unglaubwürdig, würde sofort auffliegen. Deshalb wird unser deutsch-türkischer Übersetzer Cem den Informanten zu dem Treffen begleiten. Er kann aber rein, also. Cem soll vorgeben, dass er ins betrügerische Callcenter-Geschäft einsteigen will. Beide werden mit versteckten Kameras ausgestattet. Der Kriminelle nimmt die beiden in seinem Wagen mit. Er sagt, dass er mit seinen Callcenter-Leuten einer der ersten gewesen sei, der mit den angeblichen 50.000 Euro Gewinnen abgezockt habe. Die haben alle schön Geld geschickt per Western Union. Da habe ich richtig Kohle mitgemacht. Und er sei es auch, der auf die Idee mit den gefälschten Anwaltsseiten und Bestätigungsbriefen von Dr. Pichler gekommen ist. Ich habe die Seiten einfach gehackt, verstehst du? Unseren Text reinkopiert und meine Spuren schön verwischt. Der Deutsch-Türke hält vor einem Restaurant, sagt, er habe die angeblichen Anwaltsschreiben seiner Frau gemailt, die in Deutschland lebe. Die hat die Briefe da mit Handschuhen eingetütet und verschickt, damit sie keine Spuren hinterlässt. Kommt glaubwürdiger, wenn die Briefe in Deutschland abgestempelt sind. Später kommt der Mann zum Geschäftlichen. Wenn du hier ein Callcenter starten willst, kann ich dir helfen. Hab über 5 Millionen Adressen und Telefonnummern von Deutschen, die ihr abzocken könnt. Unser Kollege Cem gibt vor, sich die Sache überlegen zu wollen und verabschiedet sich. Am nächsten Morgen erfahren wir aus der Zeitung, die Polizei hat in Istanbul 100 Callcenter-Mitarbeiter festgenommen. Sie haben mit der 50.000 Euro Gewinnmasche betrogen. Ich will die türkische Polizei um ein Interview bitten. Doch unser Informant rät mir ab. Es gäbe viel Korruption hier. Auch Polizisten würden häufig geschmiert. Die Gefahr sei zu groß, dass wir auffliegen und nicht weiterdrehen könnten. Ich rufe auch beim Bundeskriminalamt an, ohne Erfolg. Dann bei Interpol.
Dort sagt man mir, es gäbe zwar in Istanbul einen deutschen Verbindungsbeamten, ein Interview aber wird abgelehnt, wegen der laufenden Ermittlungen. Da die Fahnder mauern, machen wir uns selbst ein Bild. Mithilfe unseres türkischen Informanten. Der will uns jetzt die sogenannten Klassiker präsentieren. Die Betrugsmaschen mit ergaunerten Zeitschriftenabos oder angeblichen Gewinnspielen. Unser Kollege und Übersetzer Cem soll sich dieses Mal als Interessent für einen Job als Telefonist ausgeben. Das erste Ziel, ein Callcenter, das mit angeblichen Gewinnspielen betrügt. In der Firma arbeiten rund 20 sogenannte Callcenter-Agents. Alle sind Deutsch-Türken, sprechen deshalb perfekt Deutsch. Ein paar erzählen, dass sie wegen begangener Straftaten aus der Bundesrepublik abgeschoben wurden. Der Chef des Callcenters erlaubt Cem, den Mitarbeitern über die Schulter zu schauen, deren Tricks zu lernen. Weißt du, wir verkaufen hier negativ an die Kunden. Die Kunden, das sind die Opfer. Und negativ verkaufen heißt, es wird betrogen. Unser türkischer Informant kennt die Masche, führt uns vor, wie routiniert er vorgeht. Mein Name ist, wie gesagt, Richter von Landesamt Datensicherung in Hamburg. Und der Grund, warum ich hier anrufe, ist, wir konnten in den letzten Wochen und Monaten nachvollziehen, dass hier irgendwelche unseriösen Anrufe von Gewinnspielen, Lotterien oder Abos bekommen haben. Das weiß er, weil die Daten der Opfer schon für andere Betrügereien verwendet wurden. Diese werden von einem betrügerischen Callcenter an das nächste weiterverkauft. Das Landesamt für Datensicherung, reine Erfindung, ebenso wie der Rest der Geschichte. Angeblich hätten die Angerufenen bei einem Gewinnspiel mitgemacht und die Kündigungsfrist versäumt. Deshalb müssten sie jetzt 12 Monate lang je 50 Euro zahlen, insgesamt 600. Das Einzige, was wir gesetzlich machen können, Paragraph 312, sie von 12 Monaten auf 3 Monate runterstufen, dann brauchten sie nur Juni, Juli, August. Und dann sind sie raus aus der Nummer. Ansonsten müssen wir das morgen früh, wie gesagt, mit Mahnabteilung der Amtsgerichtes zuschicken. Alles gelogen. Die angebotene Runterstufung auf nur 3 Monate, ein reines Lockmittel. Viele Opfer wissen gar nicht, was sie alles telefonisch abgeschlossen haben und lassen sich unter Druck setzen. Sie zahlen lieber 150 Euro für 3 Monate statt der angeblichen Jahreskosten von 600. Negativ verkauft. Also eiskalt abgezockt, wird im Minutentakt. Ist ein Telefonat zu Ende, wählt der Computer automatisch die nächste Nummer. Cem war mehrere Stunden mit dem Informanten im Callcenter, konnte die perfiden Machenschaften live beobachten. Allen in diesem Callcenter ist auch absolut klar, dass es sich dabei um Betrug handelt. Definitiv, ja. Es sind ja alles deutschsprachige, Mitarbeiter dort. Und die haben alle das Wissen, dass sie da schon Betrug machen. Ja, die kassieren Gelder ab für nichts, das wissen die alle. Am nächsten Morgen. Der Informant hat für Cem und sich einen Termin in einem anderen Callcenter gemacht. Hier sollen Zeitschriftenabos ergaunert werden. Im Aufenthaltsraum trifft Cem auf einige Deutsch-Türkinnen. Die Frauen arbeiten schon lange hier. Wir erzählen den Leuten einfach, dass die Zeitschrift, die sie haben, teurer wird. Stimmt zwar nicht, aber ist ja egal. Und dann bieten wir für den alten Preis eine andere Zeitschrift an. Als neues Abonnement. Für jeden so ergaunerten Abschluss bekommen die Mitarbeiter eine Provision. Ihre bisherige Zeitschrift sollen die Kunden dann beim jeweiligen Vertrieb oder Verlag selbst kündigen. Die Telefonistinnen sind bestens geschult. Sie lügen professionell. Wir können doch auch nichts dafür, dass Ihre Zeitschrift teurer wird, Frau. Ja, 18 Euro mehr im Halbjahr. Aber wenn Sie weiter den alten Preis zahlen wollen, dann nehmen Sie doch einfach eine andere. Steht doch sowieso überall das Gleiche drin. Cem hört auch hier den Profis zu. Dann wird er vom Chef des Callcenters empfangen. Vorstellungsgespräch in Sachen Abzocke. Bei der Frage nach seinem Auftraggeber hält sich der Mann bedeckt. Das ist ein Kunde aus Deutschland. Der macht nur Abos, schon seit Jahren. Klar ist, auch in diesem Laden wissen alle, dass die Kunden belogen und um ihr Geld gebracht werden. Für heute ist Feierabend. Cem ist erstaunt darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit in dem Callcenter betrogen wird. Die haben ja geredet darum, was sie da genau machen, wäre halt kein großer Betrug, es wäre nur ein kleiner Betrug sozusagen. Also die haben das verharmlost natürlich. Der Insider kennt viele Betrugsmaschen, mit denen die türkischen Callcenter Abos an den Mann bringen. Die wollen dir die Kosten, die haben ja keine Kosten. Jawohl, die
Er übergibt uns Unterlagen. Darunter ein Musterbegrüßungsschreiben für die Neukunden eines deutschen Abo-Vertriebs. Wer ein Abo abgeschlossen hat, bekommt einen solchen Brief. In dem Schreiben taucht der Name PVZ auf, die Pressevertriebszentrale, eine der größten deutschen Vertriebszentralen für Printmedien. Unter anderem sollen hier die ergaunerten Abos angeblich betreut werden. Die meisten, wie PVZ und so, die weisen das ja dann von sich. Wenn es in Deutschland dann zu irgendwelchen Anzeigen kommt, ja, dann heben sie die Hände hoch und sagen, du, ja, wir können ja nichts dafür. Das läuft da in der Türkei. Wir wissen ja nicht, was sie da für Maschen haben und weisen alles von sich. Das sei in der Branche ein offenes Geheimnis. Doch wie kommen die deutschen Auftraggeber an kriminelle Callcenter in der Türkei? Die Antwort des Insiders, meist über professionelle Vermittler. Er gibt mir einen Tipp. Ich verfolge die Spur zu einem der bekanntesten Vermittler in der Szene. Der Mann ist Deutscher. Er lebt in Spanien. Über einen Mittelsmann vereinbare ich einen Termin, fliege nach Spanien. Inzwischen ist mir der Ablauf der Geschäfte klar geworden. Ich werde das Treffen mit versteckter Kamera aufnehmen, gebe mich zum Schein als potenzieller Geschäftspartner aus. Der Mann wartet in einem Restaurant. Er erzählt, dass er früher in Deutschland ein Callcenter geleitet und selbst mit falschen Gewinnspielen betrogen hat. Ich kenne in der Branche so ziemlich jeden und alles, was da läuft. Aber ich halte mich lieber im Hintergrund, als Vermittler eben. Er arbeite von Spanien aus, weil er sich hier vor der Polizei sicherer fühle. Dann wird er konkret. Schauen Sie, die ausländischen Callcenter, die ich vermittle, die kann man nicht einfach googeln. Die muss man kennen. Ich habe 2800 Kontakte. Sie sagen mir, was Sie machen wollen und morgen legen die für Sie los. Egal ob betrügerische Gewinnspiele oder fragwürdige Abos, dieser Mann hat angeblich für jeden Interessenten das richtige Callcenter an der Hand. Wenn es was Illegales ist, dann sollten die Callcenter auf jeden Fall im Ausland sitzen. Und da muss auch der Server stehen, wegen der Haftung und so. In Deutschland ist das zu heiß, da kann man solche Sachen nicht mehr machen. Das gelte auch für das Abo-Geschäft, das vor allem in der Türkei laufe, aber auch in Marokko und dem Kosovo. Ich habe da ein großes Callcenter in Istanbul vermittelt. Die machen Abos ohne Ende für eine deutsche Vertriebsfirma. Bescheißen die Kunden nach Strich und Faden, aber der Umsatz ist gigantisch. Nach 2 Stunden will der Mann zu einem anderen Termin. Da will ich mal ganz kurz sagen, wer ich eigentlich bin. Mein Name. Wir überzeugen den Vermittler, uns ein Interview zu geben. Er willigt ein, will aber unerkannt bleiben. Warum werden so viele Abos eigentlich, Abonnements gerade im Ausland gemacht? Im Ausland ist die Hemmschwelle halt niedriger. Die Leute zu betrügen. Natürlich, ganz klar. Mich interessiert, ob auch die deutschen Zeitschriftenverlage Bescheid wissen. Die suchen sich halt Vertriebspartner, Callcenter-Betreiber oder sogenannte Vermittler. Mit denen schließen sie saubere Verträge. Verträge, aus denen dann hervorgeht, das ist verboten, das ist erlaubt. Und natürlich wird dann hinterher auf diese Richtlinien gepfiffen. Und das ist den Produktgebern dann natürlich wurscht. Letztendlich interessieren sie sich nur für die Umsätze. Es geht ja um Marktanteile, um Millionen. Die deutschen Verlage würden hohe Provisionen für jedes neue Abo zahlen. Es gehe ihnen vor allem um größere Auflagen. Schließlich könnten sie dann mehr Geld für Werbeanzeigen verlangen. Ich will wissen, ob die Pressevertriebszentrale, die PVZ, weiß, was in den ausländischen Callcentern läuft. Das Unternehmen wurde in dem Begrüßungsschreiben aus einem der Abzocker-Callcenter erwähnt. Die Pressevertriebszentrale, natürlich wissen die, dass die Abos im Ausland produziert werden. Also das ist denen eigentlich wurscht, wo das Callcenter ansässig ist. Die wollen Umsätze, mehr nicht. Auch wenn es unseriös läuft und unseriös verkauft wird sozusagen. Na, offiziell wissen die ja da nichts davon. In Deutschland recherchiere ich über die Pressevertriebszentrale. Das Unternehmen betreut für rund 150 Auftraggeber über 2 Millionen Abos. Rund 50 Verlage und Vertriebe sind Teilhaber der PVZ. Darunter viele, die von Gerichten oft schon mehrfach verurteilt wurden, wegen unerlaubter Telefonwerbung oder untergeschobener Abo-Verträge. Die PVZ hat ihren Sitz in Schleswig-Holstein. Eine Mitarbeiterin öffnet, möchte wissen, worum es geht. Es geht um den Vorwurf, dass Zeitschriftenabos betrügerisch zustande kommen, die dann von der PVZ verwaltet werden. Sie kennen diese Vorwürfe ja sicherlich. Darüber wollen wir gern reden.
Ein Interview vor der Kamera wird abgelehnt. Stattdessen werde ich zu einem der Geschäftsführer gebeten. Der streitet ab, dass die PVZ mit der Generierung von Abos etwas zu tun habe. Wir verwalten lediglich die Abos für die Belieferung und Rechnungsstellung. Mit der Generierung von Abonnements haben wir nichts zu tun. Das Gespräch dauert nicht lange. Wir bitten die PVZ um eine schriftliche Stellungnahme. Doch die meisten unserer Fragen bleiben unbeantwortet. Darunter die nach den PVZ-Teilhabern, die von Gerichten wegen unerlaubter Telefonwerbung oder untergeschobener Abo-Verträge verurteilt wurden. Und ob die PVZ von den vielen Abos weiß, die in ausländischen Callcentern betrügerisch zustande kommen. Schriftlich heißt es: Die Werbung führen selbstständige Unternehmen durch. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund unserer reinen Tätigkeit als Verwaltungstreuhand nicht in der Lage sind, Auskünfte zu Art und Qualität der Werbung bei einzelnen Unternehmen zu geben. Fakt ist, die PVZ verdient an jedem neuen Abonnement, das von ihr verwaltet wird. Und natürlich verdienen ihre Teilhaber an den neuen Abos die Verlage und Vertriebsfirmen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Rechtsexpertin Bianca Skutnik kennt das Problem telefonisch untergeschobener Abo-Verträge. Wir fordern die sogenannte Bestätigungslösung. Das bedeutet, wenn Verbraucher unerlaubt angerufen werden, haben Telefonverträge, die dort abgeschlossen worden sind, keine Wirksamkeit. Die sind nicht wirksam. Es sei denn, der Verbraucher möchte den Vertrag und bestätigt diesen später per Textform. Das hieße also, ohne schriftliche Bestätigung kein gültiger Vertrag. Keine Lösung allerdings für die besonders schweren Betrügereien türkischer Callcenter, ganz ohne Verträge oder Gegenleistungen. So wie bei den angeblichen 50.000 Euro Gewinnen. Was müsste geändert werden? Wenn es um Betrugsmaschen geht, ist es einfach wichtig, dass das Strafrecht hier effektiver handelt. Das heißt, wir fordern die Schaffung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Das würde bedeuten, dass länderübergreifend diese Informationen besser koordiniert werden und somit effektiver strafrechtlich gegen solche Betrüger vorgegangen wird. Derzeit stellen deutsche Staatsanwaltschaften 2 von 3 Verfahren ein, weil man die Täter nicht ermitteln kann. Der Hauptgrund: mangelnder Informationsaustausch. Wir haben Opfer besucht, die von den türkischen Callcentern abgezockt wurden. Wir haben bei der Polizei angefragt, keine Auskunft bekommen. Und die Staatsanwaltschaften stehen noch immer am Anfang ihrer Ermittlungen. Können die Verbraucher überhaupt geschützt werden? Was sagt das zuständige Bundesministerium für Verbraucherschutz? Ein Interview vor der Kamera gibt es nicht. Schriftlich wird uns mitgeteilt: Das Bundesministerium unterstützt die Forderung nach Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Doch das sei Sache der Länder und der Justiz. Deshalb bitte ich das Bundesjustizministerium um ein Interview. Insgesamt 4-mal. Erfolglos. Auch schriftliche Anfragen zum Thema werden weder von der Ministerin noch von ihren Mitarbeitern beantwortet. Wie Luise Reichelt fühlen sich viele Opfer der Callcenter-Betrüger nicht ernst genommen. Auch in ihrem Fall wurde das Verfahren eingestellt, weil die Täter nicht zu ermitteln seien. Ihr Schaden rund 15.000 Euro, die sie in die Türkei überwiesen hat. Was denken Sie über die? Die kriegen auch noch die Strafe. Der Mensch denkt, aber der Herrgott lenkt. Es wird schon kommen. Auch bei denen. Die 89-Jährige hat jetzt eine Geheimnummer, ein wirksamer Schutz. Grundsätzlich gilt, am besten gar keine Verträge am Telefon abschließen. Und ein Gewinn ist nie mit Kosten verbunden. Der Betrugsmaschen stellen fest, in der Türkei lebt eine ganze Branche von den betrügerischen Anrufen, verdient Millionen. Warum können die Abzocker so unbehelligt ihr Unwesen treiben?
Ich bin mit einem Opfer der Callcenter-Betrüger verabredet, das jahrelang getäuscht wurde. Luise Reichelt ist 89. Sie lebt allein, freute sich über jeden Anruf, bis sie in die Fänge krimineller Abzocker geriet. Angefangen hat alles mit Anrufen für Zeitschriftenabos oder Gewinnspiele. Guck ich mir das mal an. Was waren die Versprechen, wenn es um diese Gewinnspielgeschichten ging? Ja, das wäre so mitunter wie Lotto spielen. Also ich sollte mir vorstellen, das sind so Spiele wie Lotto. Und dann zahlen Sie jeden Monat? Ja, habe ich das bezahlt und es ist nichts gekommen. Abbuchungen. Unerwünschte Telefonwerbung ist in Deutschland verboten. Trotzdem bekommen täglich viele Tausende unerlaubte Anrufe. Für uns geht es hier um einen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrug mit einer riesigen Schadenshöhe. Es ist eine Millionenabzocke durch unseriöse Callcenter. Die Anrufer tricksen, lügen und betrügen. Ihre Opfer meist ältere Menschen. Ja, habe ich das bezahlt und es ist nichts gekommen. Nie? Nein. Also so blöd, wie ich war. Die Callcenter-Mafia sitzt hauptsächlich in der Türkei. Ein Insider packt aus. Hier läuft die größte Schweinerei, die es überhaupt gibt. Also Skrupellosigkeit. Hier denken sie nur noch an das Geld, ob dieser Mensch ruiniert wird oder ob dieser Mensch psychisch kaputt geht. Ja? Wir werden Zeugen ohne jede Gegenleistung. Zwischen 30 und 50 Euro monatlich von verschiedenen dubiosen Firmen jahrelang. Der Schaden? Einige tausend Euro. Dann versprechen die Callcenter-Mitarbeiter der alten Dame einen Gewinn, 50.000 Euro. Allerdings müsse sie zunächst Notarkosten von 840 Euro bezahlen. Wenn ich das erste Geld schicken würde, dann bekäme ich den Gewinn ausbezahlt, nicht? Und bin wieder drauf reingefallen. Die Täter verlangen immer neue Vorleistungen, angebliche Gewinnsteuern, Transferkosten und andere Geldleistungen. Die Rentnerin zahlt mittels Bargeldüberweisung per Western Union insgesamt 9.000 Euro, bis ihre Ersparnisse fast aufgebraucht sind. Dann gibt sich einer der Kriminellen als Staatsanwalt aus. Sie habe an Betrüger Geld überwiesen und sich damit strafbar gemacht. Deshalb müsse sie weitere 1.500 Euro zahlen. Er droht ihr. Wenn ich nicht bezahlen würde, dann käme das hier alles in die Zeitung, was ich gemacht hätte und in welche Straftaten ich verwickelt. 4, 5, 6, 7, 8. Anruf auf meinem Mobiltelefon. Tatsächlich, ja. Die Nummer, die wir uns ausgedacht haben. 040. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und vorweg ist noch die Deutschlandvorwahl. Genau, so ist es. Aber der könnte jetzt auch in der Türkei sitzen, Sie. Genau, ich könnte sitzen, wo ich will, sogar in Südamerika, auf den Philippinen, spielt überhaupt keine Rolle. Eine deutsche Telefonnummer, offensichtlich keine Garantie dafür, dass der Gesprächspartner auch tatsächlich aus Deutschland anruft. Was steckt hinter der Türkei-Spur? Ich suche nach Hinweisen auf kriminelle Callcenter am Bosporus, recherchiere in Internetforen und mache so auf uns aufmerksam. Daraufhin meldet sich nach einigen Tagen jemand, ein Insider. Der Mann spricht perfekt Deutsch, sagt, er lebe in Istanbul. Dort arbeite er als Callcenter-Telefonist und gibt zu, er betrüge Deutsche. Jetzt wolle er aussteigen und auspacken. Ist der Mann glaubwürdig? Zum Beweis soll er mich auf eine Telefonliste der Abzocker setzen, als potenzielles Opfer. Es soll um die 50.000 Euro Masche gehen, mit der auch Luise Reichelt betrogen wurde. Das würde hier dann in die Zeitung kommen, auch mit Lichtbild. Und dann haben Sie was gemacht? Ja, da habe ich wieder das Geld geschickt. Insgesamt hat die 89-Jährige rund 15.000 Euro verloren. Endlich fasst sie Mut, geht zur Polizei und erstattet Anzeige. In den Einzahlungsbelegen sehe ich, die Empfänger leben alle in der Türkei. Luise Reichelt aber ist sich ganz sicher, dass die Telefonbetrüger deutsche Rufnummern übertragen haben. Deutsche Betrüger mit Komplizen in der Türkei? Italien.
Der Münchner IT-Experte Tobias Schrödel kennt solche Telefontricks. Heute könne man jede x-beliebige Nummer frei auswählen, wenn man über Computer telefoniert, dank Voice-over-IP. Wir müssen dazu bloß ins Internet gehen, logge mich dann ein bei einem Voice-over-IP-Provider, ich sage neue Rufnummer und ja, wir sind in München, ich würde mal sagen, wir nehmen eine Hamburger Vorwahl, die 040 und jetzt sagen Sie mal eine Telefonnummer. Ganz simpel, 1, 2, 3. Wie ich war. Die Callcenter-Mafia sitzt hauptsächlich in der Türkei. Ein Insider packt aus. Hier läuft die größte Schweinerei, die es überhaupt gibt. Also Skrupellosigkeit. Hier denken sie nur noch an das Geld, ob dieser Mensch ruiniert wird oder ob dieser Mensch psychisch kaputt geht. Ja? Wir werden Zeugen der Betrugsmaschen, stellen fest, in der Türkei lebt eine ganze Branche von den betrügerischen Anrufen, verdient Millionen. Warum können die Abzocker so unbehelligt ihr Unwesen treiben? Ich bin mit einem. Wenn ich nicht bezahlen würde, dann käme das hier alles in die Zeitung, was ich gemacht hätte und in welche Straftaten ich verwickelt wäre. Das würde hier dann in die Zeitung kommen, auch mit Lichtbild. Und dann haben Sie was gemacht? Ja, da habe ich wieder das Geld geschickt. Insgesamt hat die 89-Jährige rund 15.000 Euro verloren. Endlich fasst sie Mut, geht zur Polizei und erstattet Anzeige. In den Einzahlungsbelegen sehe ich, die Empfänger leben alle in der Türkei. Luise Reichelt aber ist sich ganz sicher, dass die Telefonbetrüger deutsche Rufnummern übertragen haben. Deutsche Betrüger mit Komplizen in der Türkei? Dem Opfer der Callcenter-Betrüger verabredet, das jahrelang getäuscht wurde. Luise Reichelt ist 89. Sie lebt allein, freute sich über jeden Anruf, bis sie in die Fänge krimineller Abzocker geriet. Angefangen hat alles mit Anrufen für Zeitschriftenabos oder Gewinnspiele. Guck ich mir das mal an. Was waren die Versprechen, wenn es um diese Gewinnspielgeschichten ging? Ja, das wäre so mitunter wie Lotto spielen. Also ich sollte mir vorstellen, das sind so Spiele wie Lotto. Und dann zahlen Sie jeden Monat? Ja, habe ich das bezahlt und es ist nichts gekommen. Abbuchungen ohne jede Gegenleistung, zwischen 30 und 50 Euro monatlich, von verschiedenen dubiosen Firmen jahrelang. Der Schaden, einige tausend Euro. Dann versprechen die Callcenter-Mitarbeiter der alten Dame einen Gewinn, 50.000 Euro. Allerdings müsse sie zunächst Notarkosten von 840 Euro bezahlen. Wenn ich das erste Geld schicken würde, dann bekäme ich den Gewinn ausbezahlt, nicht? Und bin wieder drauf reingefallen. Die Täter verlangen immer neue Vorleistungen, angebliche Gewinnsteuern, Transferkosten und andere Geldleistungen. Die Rentnerin zahlt mittels Bargeldüberweisung per Western Union insgesamt 9.000 Euro, bis ihre Ersparnisse fast aufgebraucht sind. Dann gibt sich einer der Kriminellen als Staatsanwalt aus. Sie habe an Betrüger Geld überwiesen und sich damit strafbar gemacht. Deshalb müsse sie weitere 1.500 Euro zahlen. Er droht ihr. Unerwünschte Telefonwerbung ist in Deutschland verboten. Trotzdem bekommen täglich viele Tausende unerlaubte Anrufe. Für uns geht es hier um einen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrug mit einer riesigen Schadenshöhe. Es ist eine Millionenabzocke durch unseriöse Callcenter. Die Anrufer tricksen, lügen und betrügen. Ihre Opfer meist ältere Menschen. Ja, habe ich das bezahlt und es ist nichts gekommen. Nie. Also so blöd.